Wir sehen zu oft die politische Vorrangstellung von Ideologie, die eine wirkliche Problemlösung unmöglich macht. Am offensichtlichsten finde ich als Innenpolitiker im Bereich der Migrationspolitik und der inneren Sicherheit. Da findet eine fast vollständige Ausblendung der Fehlentwicklungen statt. Studien und Statistiken zur höheren Kriminalitätsrate von illegalen Migranten, zum niedrigen Bildungsniveau der sogenannten Flüchtlinge, zum demokratiefeindlichen Weltbild von Muslimen, zur hohen Arbeitslosigkeit von Migranten oder zur Tatsache, dass ein so großzügiges Sozialsystem wie das deutsche die Migration nach Deutschland doch erst anheizt. All dies wird ignoriert. Am Narrativ einer multikulturellen Gesellschaft als Bereicherung wird verbissen festgehalten, die negativen Konsequenzen werden verharmlost, in den Medien komplett ausgeblendet und so wird das freundliche Gesicht, das eine gewisse Dame meinte, zeigen zu sollen, zu einer schweren Hypothek für Generationen. Darüber müssen wir die Bürger aufklären, meine Damen und Herren. Und was tut der Staat angesichts dieser Probleme? Er finanziert eine Anti-Abschiebeindustrie. Die Bundesregierung unterstützt sogenannte Flüchtlingsräte mit Millionenbeträgen. Die unterlaufen die Gesetze, verhindern Abschiebungen, organisieren Demos gegen Abschiebungen, veröffentlichen geheime Abschiebetermine. So kommt es dann zu den bekannt hohen Kosten für derart vereitelte Abschiebungen. Und jeder Illegale weiß, alle bleiben hier. Wer den Rechtsstaat nicht durchsetzt, meine Damen und Herren, der macht ihn zum Unrechtsstaat und damit muss endlich unwiderruflich Schluss sein. Und statt hunderttausende Migranten aus bestenfalls falsch verstandener Nächstenliebe ins Land zu lassen, ja zu holen, wäre es viel effektiver, wenn überhaupt dann vor Ort in den Fluchtregionen zu helfen. Die Versorgung eines Migranten in Deutschland ist über 100-mal so teuer wie seine Versorgung in der Herkunftsregion. Daran sieht man, es geht den Menschen nicht darum zu helfen, sondern sich selbst als moralisch überlegen fühlen zu können, auf Kosten des deutschen Steuerzahlers. Genauso bei der Aufnahme von Mittelmeermigranten statt ihrer Rückführung zum nächsten afrikanischen Hafen. Würde man konsequent zurückführen, würden auch weniger Menschen auf dem Seeweg nach Europa ihn erst einschlagen und auch weniger im Mittelmeer ertrinken. So bewegt sich die Zahl der toten Bootsmigranten nach Australien inzwischen nahe null, seitdem man dort die Schiffe konsequent abweist. No way. Ähnlicher Effekt auf der Mittelmeerroute durch Salvinis Politik der geschlossenen Häfen war zu beobachten. Stattdessen auf deutscher Seite immer wieder trügerische, ja kontraproduktive Gesinnungsethik anstelle einer dringend gebotenen, ehrlichen, nüchternen Verantwortungsethik. Da aber müssen wir hin, meine Damen und Herren. Oder die Kuscheljustiz, statt Täter härter zu bestrafen, was ja einen Abschreckungseffekt hätte. Werden Strafen aus pseudopädagogischer Traumtänzerei zur Bewährung ausgesetzt, was wiederum zu steigender Kriminalität führt. Das endet dann mit, anstelle von Grenzschutz, Weihnachtsmarktschutz. Wir können es am Breitscheidplatz sehen und auch an anderen Stellen in der Stadt. Und da müssen wir den Bürgern auch erklären, wenn Gewalttaten, die doch häufig erfolgt sind aus islamischem Ehr- und Religionsverständnis, als bloße Beziehungstaten entpolitisiert werden sollen, um die Zuwanderung bedingungslos fortsetzen zu können, dann ist das nichts als ein übler politischer Trick auf Kosten der Opfer zu Lasten der deutschen Gesellschaft, meine Damen und Herren.